Lohnt es sich, Bitcoin zu kaufen? Und wie stelle ich das am besten an? Über diese und ähnliche Fragen spreche ich heute mit Julian Liniger, CEO und Co-Founder von Relay, einem Bitcoin-Sparplananbieter, und Holger Rohm von blockchaincenter.net, einem der größten Krypto-Info- und Vergleichsportale im deutschsprachigen Raum. Hallo Julian, hallo Holger, erstmal herzlich willkommen, schön, dass ihr heute hier seid. Hallo Alex, servus. Hi Alex, vielen Dank für die Einladung. So, wir haben gesagt, wir wollen heute über Bitcoin reden und ihr seid beide ja prädestiniert dafür, über das Thema zu reden. Holger, du hast eine Website, die nennt sich blockchaincenter.net. Vielleicht direkt mal die Frage an dich, wie bist du denn damals auf die Idee gekommen, diese Website ins Leben zu rufen und wann war das vielleicht auch noch? Das war, lass mich kurz überlegen, ich glaube 2015 habe ich die gestartet und ja, das war eigentlich so eine Art Nebenprojekt, weil ich mir gedacht habe, okay, wenn dieses Thema irgendwann groß wird, dann gibt es da sehr viel Interesse nach diversen Themen zu diesem Thema und da würde ich ganz gern gute Inhalte dazu anbieten. Das war sozusagen die Ursprungsidee. Und das allererste war ein Bitcoin-Rechner. Weil es gab keinen Rechner, mit dem ich sagen kann, okay, wie viel sind 0,12345 Bitcoin in Euro? Es gab zwar in Dollar, aber nicht in Euro. Und dann habe ich den gebaut und das war eigentlich eine lange Zeit, das ist die einzige Seite auf dieser Domain. Und ja, Bitcoin ist größer geworden und der wurde sehr erfolgreich. Und ja, dann gab es immer mehr Themen, wofür die Leute sich interessiert haben und immer mehr, wo ich dann vielleicht auch was dazu sagen konnte. Und dann habe ich immer mehr Seiten gemacht und so ist es dann mit der Zeit gewachsen, bis es dann irgendwann mal ein Business geworden ist. Hast du eigentlich irgendwie einen Data Science Hintergrund, weil du machst ja viel so Datenanalysen und verpackst es in Schaubilder und interaktive Graphen und so weiter? Nee, ich komme eigentlich aus der Web-Analyse. Also daher kommt mein Hintergrund eigentlich. Also ich mache halt viel mit ja, Website Reporting und Analyse, was passiert auf Webseiten vom Traffic, wo kommt der her, was macht er auf den Seiten, wohin gehen sie und so weiter. Und daher kommt eigentlich mein Interesse an den Datenhintergrund, aber ansonsten bin ich Wirtschaftsinformatiker, also so ein bisschen an dem Thema bin ich auch schon von der Ausbildung her dran. Ja, was viele ja nicht wissen, in den Tiefen deiner Website verbirgt sich ja das meiner Meinung nach beste und intelligenteste Pricing-Tool zum Thema Bitcoin. Ich weiß nicht, ob du da was dazu, ich vermute, du weißt schon, was ich meine. Es hat was mit Regenbogenfarben zu tun, vielleicht willst du da noch was dazu sagen kurz. Ja, also es gibt ja den Rainbow Chart, der auch jetzt gerade übrigens wieder in die orangene Farbe gewechselt hat. Oha. Der ja im Endeffekt so eine Art Bitcoin-Meme geworden ist. Und ich schreibe auch extra immer groß darüber drunter, dass der keinerlei Aussage hat in Bezug auf zukünftige Preisentwicklung. Aber er ist halt trotzdem irgendwie ein lustiges Tool, um so anzuschauen, wo waren wir mal, wo gehen wir hin? Und dabei sozusagen diese täglichen extremen Schwankungen, die Bitcoin hat, die kommen in diesem Chart nicht so rüber, weil der auf Log-Basis auf der Y-Achse ist und dadurch werden die Schwankungen ausgeglichen und man sieht eigentlich nur den langfristigen Trend und der folgt halt eben diesem aus 2014 ausgedachte logarithmischen Regression auf einer Kurve, die sich eben einem Rainbow oder einem Regenbogen ähnelt. Und ja, die Bitcoiner sind groß im Mimen. Und der ist inzwischen ein recht erfolgreiches Meme. Mir ist auch tatsächlich letzte Woche die Seite abgecrashed, weil zu viele Leute diesen Rainbow-Chart sich angeschaut haben. Sehr gut. Also ich packe, das ist jetzt schwierig zu beschreiben, wie der genau aussieht hier im Podcast, ja. Aber ich packe den Link auf jeden Fall mal in die Shownotes, dann kann sich den jeder mal ansehen. Ja, oder einfach Rainbow-Chart googeln. Ja, genau, oder so. Ja, genau. Julian, du bist der Co-Founder und CEO von Relay. Ihr bietet ja einen Bitcoin-Sparplan an. Da kannst du gleich am besten selbst noch was dazu sagen, was das genau ist. An dich vielleicht mal eine ähnliche Frage wie an Holger. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, irgendwie in den Bitcoin-Space zu starten und Relay zu gründen? Ja, genau. Also Relay ist auf dem Weg, hoffentlich die weltweit einfachste Bitcoin-Investing-App zu werden, made in Switzerland. Und eben eine der Funktionen ist auch so ein automatischer Sparplan, wo du sagen kannst, ich will monatlich oder wöchentlich einen fixen Betrag investieren in Bitcoin. Also wenn es das Dollar-Cost-Averaging oder das Fiat-Cost-Averaging bei uns vor allem mit Schweizer Franken und Euro.
Und genau, wie sind wir darauf gekommen? Wir haben einfach gemerkt, also wir sind ein paar Leute auch in meinem Umfeld bereits seit ein paar Jahren, etwa seit 2015 in der Bitcoin-Szene unterwegs und haben schon damals eben ziemlich früh daran geglaubt und geglaubt eben, dass es groß wird, ähnlich wie Holger eigentlich auch, wahrscheinlich etwa zur gleichen Zeit. Und haben einfach gemerkt, ja, das wird groß und das wird viele Leute anziehen und haben einfach bis jetzt finden wir es immer noch viel zu mühsam, einfach reinzukommen für so normale Leute aus dem, die nicht irgendwie mit Tech oder mit Finance oder irgendwas am Hut haben. Für die war und ist es eigentlich immer noch viel, viel zu kompliziert, in Bitcoin zu investieren oder eben Bitcoin zu sparen oder Bitcoin zu horten, Bitcoin zu kaufen und verkaufen, sagen wir es so. Und das wollen wir einfach viel einfacher machen, genau. Und da sind wir auf einem guten Weg, sicher noch nicht so weit, wie wir sein wollen, aber wir arbeiten dran. Ja, genau darum soll es heute gehen. Wir haben das mal so aufgeteilt, dass wir im ersten Teil darüber reden, was sind eventuell Gründe dafür, warum es sich lohnt, Bitcoin zu kaufen. Und im zweiten Teil dann wollen wir darüber reden, wie funktioniert das denn heute am einfachsten? Weil Julian, ich gebe dir recht, es ist oft noch schwieriger. Es ist extrem viel einfacher geworden als im Vergleich zu vor 3 oder 4 Jahren. Natürlich durch so Initiativen wie Relay. Aber es könnte vermutlich noch einfacher sein. Und es ist ja generell so, dass die Aufmerksamkeit rund um Bitcoin, die korreliert immer extrem mit dem Preis. Und aktuell geht der Preis absolut durch die Decke. Also heute ist der 8.1. Ich glaube, wir sind über 41.000 US-Dollar. Die Folge erscheint in einer guten Woche. Also da kann es wahrscheinlich von 10.000 bis 100.000 ist alles möglich. Ja. Von daher ist es ja so, dass wir davon ausgehen können, dass jetzt in Zukunft auch mehr und mehr Retail-Investoren wieder in den Markt kommen. Da würde mich auch mal eure Meinung interessieren, weil in den letzten Monaten hat man ja eher gesehen, dass jetzt größere institutionelle Investoren in den Markt kommen. Das war MicroStrategy, ja, dann gab es PayPal, sicherlich ganz viele, die das auch überhaupt nicht kommuniziert haben. Aber die Retail-Investoren waren eher noch ein bisschen zurückhaltend. Holger, wie siehst du das denn? Glaubst du auch, dass jetzt, wenn der Preis noch weiter steigt oder so bleibt, dass dann die Retail-Investoren auch irgendwann mal wieder in den Markt kommen? Also ich glaube das nicht nur, sondern ich weiß das, weil ich ja sozusagen, meine Website ist ausgerichtet auf Retail. Meine Seite ist da für Leute, die irgendwelche Fragen haben und noch sich vielleicht mit Bitcoin noch nie beschäftigt haben und dann wissen wollen, wie kaufe ich das oder was ist das überhaupt und so weiter. Und es war tatsächlich im Vergleich zu 2019 war 2020 schon ein bisschen stärker, aber tatsächlich los ging es erst im November. Dann von November auf Dezember war es, glaube ich, nochmal mindestens 75% Wachstum und jetzt auf Januar ist es fast nochmal eine Verdopplung. Also es schaut jedenfalls im Moment so danach aus. Und ich schätze mal, ähnliche Zahlen wird auch der Julian haben. Also eigentlich seit November, Dezember ging es wieder richtig los. Ja, absolut, kann ich genau bestätigen. Also vor allem auch über die Festtage war unglaublich. So im November hat es auch bei uns gestartet. Irgendwie im November haben wir das Volumen mehr oder weniger verdoppelt vom letzten Monat und dann im Dezember auch unglaublich. Also jetzt haben wir fast 1 Million an Volumen gehabt, Schweizer Franken investiert. Das ist mehr als doppelt so viel, als wir hatten im November. Also es ist wirklich crazy und es geht jetzt im Januar so weiter. Vom Volumen her und auch eben über die Festtage, klar, oder da bist du mit der Familie, da sprichst du mit vielen Leuten und Bitcoiner sprechen dann über nichts anderes als Bitcoin, vor allem auch mit diesen Leuten, die sie schon lange nicht mehr gesehen haben. Und das hat wahrscheinlich auch etwas getrieben, plus eben die Preisentwicklung. Und wir haben, die App wurde fast 1.500 Mal runtergeladen über die Festtage, also von Weihnachten bis irgendwie 1., 2. Januar. Also es war wirklich crazy. Und eben, wir sind auch wie Holger 100% Retail. Also das haben wir extrem gespürt. Und ich glaube auch, dass eben dass so die institutionelle Phase dem vorgelagert war und der Retail kommt einfach wirklich lustig, die kommen wirklich erst dann, wenn der Preis irgendwie einen großen Spike macht, weil auch dann Bitcoin wieder vermehrt in den Medien ist und in den traditionellen Medien, die eben die Retail, die normalen Leute auch lesen und dann merken die wieder, oh ja, da geht wieder was und ich will da wieder und FOMO und so weiter und das ist lustig, es fühlt sich schon langsam wieder etwas an wie 2017, was positiv und negativ sein kann und es kann dann gerade auch wieder nach hinten rausgehen.
Sorry. Der Unterschied, den ich halt sehe, 2017 haben eigentlich fast die allermeisten das erste Mal von Bitcoin gehört. Und dann war es jetzt wirklich drei Jahre von der Bildfirma. Und jetzt hören die alle zum zweiten Mal davon. Und es hat wieder All-Time-High erreicht. Und das ist, glaube ich, für Retail ein riesen Anreiz zu sagen, okay, damit muss ich mich jetzt nochmal auseinandersetzen. Das war aber bei mir genauso. War das so. Ja, nur eben ein, zwei Cycles früher. Ja. Ich habe so 2011 oder 12 das erste Mal davon gehört und auch erstmal abgetan. Und dann 2014 ist es wieder aufgeploppt und 15 dachte ich, okay, da ist anscheinend doch irgendwas dahinter. Und genauso geht es wahrscheinlich vielen anderen jetzt auch. Ja. Ja. Ja, klar, absolut. Aber es ist ja wirklich auch etablierter jetzt das Ganze. Deswegen hält sich ja der Preis auch höher wahrscheinlich, weil eben viele das zweite Mal gehört haben und man hat eben wirklich jetzt diese eben PayPal und MicroStrategy und diese großen Firmen, die da drin sind und die Banken, die sich damit auseinandersetzen und viele Hedgefonds und so weiter und so fort und große Milliardäre und Jack Dorseys und so weiter. Das hatten wir alles in 2017 noch viel weniger und deshalb ist wahrscheinlich schon das Vertrauen eben auch von den Retail-Investoren größer. Aber nichtsdestotrotz sehen wir schon, also der Chart sieht ja wieder ziemlich ähnlich aus, wirklich kerzengerade nach oben und das kann wahrscheinlich schon nicht auf diesem Level nachhaltig sein. Das merken wir jetzt auch. Wir haben zum Beispiel eben jetzt im Dezember und auch im Januar viel höhere Verkaufsvolumen wieder als vorher. Vorher hatten wir wirklich 99% waren Käufe und jetzt steigen schon auch etwas mehr noch die Verkäufe auch. Ja. Ja, das ist ja völlig normal, dass man dann auch größere Korrekturen hat, wenn es mal nach oben geht, weil das vieles an Geld, das jetzt reinkommt, ist natürlich weniger stabil, sage ich mal, als die jetzt schon jahrelang halten. Ja, ich meine, das Gute ist, wenn man dran denkt, wo ist vielleicht irgendwie so ein Floor, der sich bildet, ist natürlich gut, dass man mehr institutionelles Geld im Markt hat, weil die institutionellen Investoren natürlich nicht Tag ein, Tag aus da rein und raus gehen. Die müssen erstmal durch irgendwelche Gremien und Aufsichtsräte durch, bevor die da mal wieder was verkaufen dürfen. Und das ist, denke ich, gut, aber klar, es ist sicherlich, sobald die Retail-Investoren reinkommen, dann steigt auch die Volatilität wieder ganz stark an. Ja, wir haben jetzt so ein bisschen über diejenigen gesprochen, die eventuell neu in den Markt kommen oder gekommen sind vor kurzem. Und genau unter anderem für diejenigen ist auch so ein bisschen die Episode, die wir heute machen. Denn wir wollen ja Fragen beantworten, wie lohnt es sich in Bitcoin zu investieren? Was sind eventuell Gründe, die dafür sprechen? Ist es vielleicht jetzt auch schon zu spät? Das ist auch eine Frage, die ich ganz oft bekomme, ihr sicherlich auch. Vielleicht so ein kleiner Disclaimer vorweg, also alles, was wir heute sagen, ist natürlich keine Investment-Advice, das ist immer wichtig, also wenn ihr das jetzt heute hört und ihr entschließt euch dazu, was in Bitcoin zu investieren, macht bitte das so, dass ihr das Geld, das ihr da investiert, auch verlieren könnt. Und was wir auch, glaube ich, auch sagen müssen, ist heute, dass wir drei hier heute alle eher Bitcoin-bullish sind, denke ich mal. Eventuell aus verschiedenen Gründen, das wird sich gleich noch herausstellen, wie wir Bitcoin sehen und was unser Narrativ ist, aber die Grundstimmung hier heute wird extrem positiv sein. Wir haben uns jetzt also keinen Bitcoin-Kritiker hier heute eingeladen und das vielleicht auch noch so ein bisschen im Hinterkopf behalten und deswegen sprechen wir heute auch nicht drüber, was sind die Vor- und Nachteile von Bitcoin, sondern wir sprechen vor allem darüber, was könnten Gründe sein, warum es sich lohnt, in Bitcoin zu investieren. Und vielleicht, Holger, mal an dich die erste Frage, weil das wirklich eine Frage ist, die ich sehr oft bekomme und ich kann mir vorstellen, du bekommst sie auch oft. Es ist jetzt oft so, dass Leute kommen, ja, es ist ja eigentlich jetzt viel zu spät, der Preis ist gestiegen ohne Ende, ich habe ja eigentlich den Zug verpasst, jetzt lohnt es sich nicht mehr in Bitcoin zu investieren. Was entgegnest du denjenigen? Also bis vor ein paar Jahren habe ich den Leuten gesagt, schau dir Bitcoin an, okay, der Kurs steht jetzt bei, was weiß ich, du kannst sicher sein, in 5 oder 10 Jahren ist er entweder sehr, sehr viel drunter oder sehr, sehr viel drüber. Entscheide selbst. Heutzutage kann man das gar nicht mehr so sagen, weil ich finde, dieser High Risk, High Reward, dieses Risikoprofil, das haben wir heutzutage gar nicht mehr so, weil ich jetzt nicht davon ausgehe, dass es, keine Ahnung, Bitcoin in 5 Jahren nicht mehr gibt. Aber das gab es, das war vor 5 Jahren sicherlich so. Da hat ja jeder so gedacht und dachte, ja, okay, entweder ist ein Experiment, das scheitert oder es wird dann sehr, sehr erfolgreich. Und, aber Holger, kurze Zwischenfrage, gilt es nicht in beide Richtungen? Also es wird sehr unwahrscheinlich, dass Bitcoin auf Null sinkt, aber es ist auch extrem unwahrscheinlich, dass Bitcoin jetzt 10.000x macht, was vielleicht vor 7, genau, 8 Jahren noch möglich war. Ja. Genau. Also genau das da. Also mit dem geringeren Risiko kommt natürlich auch dann der geringere Reward. Und das macht dann sozusagen den Investment Case für Bitcoin eigentlich total anders, als er vor 5 Jahren beispielsweise noch war. Weil, also ich kann jetzt zum Beispiel von mir reden, ich bin jetzt eher einer, der irgendwie
sehr gerne irgendwie risikoreiche Investments macht, wo ich dann weiß, okay, von 9 von 10 scheitern dann vielleicht auch mal. Und genauso war meine Einstellung, als ich das bei Bitcoin gemacht habe. Und die Leute, die jetzt in Bitcoin reingehen, natürlich hoffen die auch noch irgendwie da ihre Returns zu machen. Aber ich glaube, jedem ist klar, dass da nicht mehr irgendwie innerhalb von ein, zwei Jahren 100x drin ist. Genau, sei verdienen, er muss, sagt das ja in seinem, oder ich weiß nicht, ob er es in seinem Buch sagt, aber in vielen Podcasts sagt er das so, Bitcoin ist ein emerging store of value. Und Gold war ja auch, ist jetzt eigentlich an dem Punkt angelangt, an dem es ein store of value ist, an dem es relativ stabil ist, trotzdem noch leicht an Wert oder an Kaufkraft gewinnt, aber sehr stabil eigentlich. Und Bitcoin ist natürlich noch extrem volatil, aber das war Gold auch am Anfang. Es braucht eben diese Phase, diese Emerging-Phase, also das Aufkommen von einem Store of Value, und das ist eben vielfach geprägt von einem rasanten oder sehr hoher Volatilität, aber insgesamt dann eben auf 10, 20, 30 Jahre, je nachdem wie lange das eben dauert, um sich als Store of Value zu etablieren, eben einen rasanten Anstieg vom Preis und von der Kaufkraft. Aber das ist so S-Kurve-mäßig wahrscheinlich, so wie er das beschreibt. Also am Anfang eher wenig, was wir auch gesehen haben bei Bitcoin. Die ersten Jahre hat sich nicht extrem viel getan. Und dann eben sehr schnell über Jahre hinweg eben riesen Renditen, und dann mit der Zeit flacht das wieder etwas ab. Und ich denke, da, ja, das ist jetzt debattierbar, wo wir gerade stehen, aber wahrscheinlich schon immer noch beim rasanten Anstieg grundsätzlich. Aber sicher eben, wie Holger gesagt hat, wahrscheinlich jetzt 10.000x, wie wir das schon gehabt haben, wird nicht mehr drin liegen. Ja? Sonst müsste wirklich Bitcoin die ganze monetäre Energie der Welt auffressen. Ja, Julian, du hast jetzt schon so ein bisschen darauf hingedeutet, dass Bitcoin ja ein Store of Value ist oder eine Spartechnologie. Was wäre denn so dein Hauptgrund, wenn dich jemand fragt, sollte ich in Bitcoin investieren? Was wäre denn der Hauptgrund, den du nennen würdest, wenn du den oder diejenige davon überzeugen möchtest, warum es eine gute Idee ist, in Bitcoin zu investieren, oder warum jeder ein bisschen Bitcoin besitzen sollte? Also ich versuche grundsätzlich nicht die Rolle des Überzeugers einzunehmen. Ich versuche zu diskutieren und auszubilden vielleicht, aber schlussendlich muss jeder wirklich für sich entscheiden, und ich will niemanden davon überzeugen. Warum ich überzeugt bin und warum ich einen großen Teil meiner Ersparnisse in Bitcoin habe, ist einfach, weil ich es eben als beste Spartechnologie sehe, die wir je gehabt haben, aus dem Hauptgrund, dass es eigentlich die einzige Währung oder die einzige Geldform ist, die wirklich knapp ist oder sogar eben fix ist. Nächstknappste Gut, das wir kennen, ist Gold, und eben Gold hat sich über Jahrhunderte, Jahrtausende durchgesetzt als Store of Value, weil es eben knapp ist. Aber auch bei Gold kann man ja nicht genau wissen, wie viel da neu dazukommt jedes Jahr. Es kann auch sein, dass Elon Musk nächstes Jahr auf dem Mars Gold findet, und dann gibt es plötzlich ein viel höheres Angebot bei gleichbleibender Nachfrage, was dann den Preis wieder senken wird. Und bei Bitcoin ist es halt einfach vorgegeben, fix. Es gibt nur 21 Millionen und mehr wird es nie geben. Und wenn man das halt annimmt, also was ist, das ist quasi ein Axiom, wenn das so ist, dass das Angebot gleich bleibt und die Nachfrage tendenziell steigt, weil es viele gute Charakteristika hat, die dafür sprechen, dass eben Bitcoin das digitale Gold und ein gutes Wertaufbewahrungsmittel ist, dann ja, es ist eigentlich ein No-Brainer, dass der Preis und die Kaufkraft mit der Zeit steigt. Das ist so mein Argument üblicherweise, eben wirklich die Knappheit. Und dann aber auch die Unabhängigkeit, eben, dass keine Regierung und keine Banken und so weiter da oder Notenbanken da neues Geld drucken können und eben eine Inflation herbeiführen können. Das ist ja das Hauptproblem jetzt aktuell bei dem ganzen Money Printing und bei der ganzen expansiven Geldpolitik, die betrieben wird, dass eben das Geld im Wert abnimmt. Und deshalb, das ist ja auch ein Grund, warum jetzt eben Bitcoin an Wert zunimmt, zumindest an US-Dollar-Wert, oder? Und was ich, die Diskussion, die ich gerne auch eben führe, vielleicht zur Frage zurückzukommen, warum sollte man jetzt verkaufen oder ist man jetzt zu spät drin und so weiter, da frage ich mich dann immer, ja,
wofür willst du denn das verkaufen? Also was ist denn das andere Asset, das du jetzt besser findest als, als Bitcoin? Also wenn du jetzt Bitcoin verkaufst für US-Dollar, wo du weißt, dass in den nächsten Jahren eigentlich 2-4% Inflation erleiden wirst, dann frage ich mich, ob das Sinn macht oder ob es nicht mehr Sinn macht, obwohl jetzt der Preis zwar sehr gestiegen ist, ob es nicht doch noch mehr Sinn macht, eben das, das Geld in einem knappen, unabhängigen Gut zu haben, anstatt an einem, in einer Währung, wo du genau weißt, dass sie sich entwerten wird in den nächsten Jahren. Also Spartechnologie ist, denke ich, auf jeden Fall ein ganz wichtiger Use Case von Bitcoin. Vielleicht noch eine Entgegnung. Ich versuche jetzt heute mal so ein bisschen den Skeptiker zu spielen. Wenn du jetzt sagst, gegen was soll ich das verkaufen? Ja, es ist natürlich so, wenn du jemandem Bitcoin als Spartechnologie verkaufst, es kann ja gut sein, dass Bitcoin in 3 Jahren bei 50% des heutigen Wertes steht. Ja? Das heißt, wenn jemand beispielsweise dann in 5 Jahren das Geld braucht und ist gezwungen, Bitcoin wieder zu verkaufen, weil er sich damit vielleicht noch nicht seinen Kaffee kaufen kann um die Ecke, dann ist da natürlich ein realer Verlust entstanden. Ja? Also mein Gegenargument wäre da ein bisschen, okay, ich verkaufe meine Bitcoin vielleicht, weil es mir wichtiger ist, dass ich meinen Euro-Fiat-Wert erhalte, weil ich mir davon eben meinen Kaffee und meine Butter kaufen kann. Und dann weiß ich, dass ich in 5 Jahren da auch noch meinen Kaffee und meine Butter bekomme. Was würdest du da dazu sagen? Ja, das stimmt natürlich auf der einen Seite. Und ich würde auch niemandem raten, eben einen riesengroßen Betrag, also irgendwie 80-90% seiner Ersparnis reinzutun, dass du eben dann plötzlich gezwungen bist zu verkaufen, weil es eben volatil ist und weil es muss wirklich eine langfristige Sparanlage sein für dich. Und da würde ja niemand, also ich würde auch nicht in irgendwie mein Aktienportfolio oder Gold oder Immobilien oder was auch immer für andere Sparanlageklassen gibt, da würdest du ja auch nicht 90% deiner flüssigen Mittel oder 95% reintun, dass du plötzlich gezwungen bist. Weil wenn du dann an diese Situation kommst, du hast zum Beispiel dein Auto geht kaputt und brauchst ein neues Auto, und dann musst du gerade jetzt verkaufen, dann ja, ist ja vielleicht der Kurs gerade schlecht und das ist nicht gut. Also das Sparen, in die Spartechnologie, die du wählst, würdest du ja normalerweise auch nur 10-20% wahrscheinlich deines Einkommens oder deines Vermögens investieren. Und dann bist du eigentlich, solltest du nie in die Situation kommen, wo du verkaufen musst. Der Zeithorizont sollte bei Bitcoin halt auch wirklich nicht 3 Jahre sein, sondern ähnlich wie bei Aktien oder ETFs. Da weißt du auch, okay, nach 15 Jahren hat bisher ein weltweit gestreuter ETF im Schnitt immer irgendwie 7% pro Jahr erwirtschaftet. Aber zwischendurch geht es natürlich mal irgendwie 20% runter, wenn irgendeine Krise ist und so weiter. Das heißt, der Zeithorizont sollte bei Bitcoin schon auch mehrere Jahre dauern, da, wo du das Geld nicht brauchst. Lass uns das doch direkt vielleicht mal nehmen, um Bitcoin so ein bisschen zu vergleichen mit, ich nenne es jetzt mal, herkömmlichen Spartechnologien. Ja, also worin sparen wir heute? Wir sparen sicherlich teilweise mit Bargeld, wir sparen mit unserem Geld auf dem Konto, ja, wir sparen in Aktien, hat Holger gerade erwähnt, wir sparen in Gold, in Staatsanleihen und so weiter. Holger, du hattest mal erwähnt, dass es ja einen Unterschied gibt zwischen Sparen und Investieren und vielleicht auch Horten. Vielleicht magst du da noch kurz was dazu sagen und dann auch, wie sich das vielleicht verhält mit diesen verschiedenen Möglichkeiten, in denen man da investieren oder sparen kann. Ja, ich tue mich ein bisschen schwer mit Bitcoin als Sparen, jetzt auch in Vorbereitung auf diese Episode tatsächlich, weil natürlich in der Bitcoin-Szene heißt es irgendwie, Bitcoin ist Spartechnologie und was Julian mit seiner Firma macht, ist ja auch irgendwie Sparen. Aber im Endeffekt ist Sparen ja nichts anderes als weniger verbrauchen, als man benötigt, damit man es irgendwie später verbrauchen kann. Und sparen wäre sozusagen, wenn ich weniger Bitcoins ausgebe, als dass ich sie benötige. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Euro hernehme und dafür Bitcoin zu kaufen, ist das für mich eher investieren. Und der, genau, und das heißt, für mich ist es, wenn ich Bitcoin kaufe, ist es für mich ganz, ganz klar eine Investition und nicht sparen. Und dann kommt noch eine weitere Besonderheit hinzu, die ich auch erst gelernt habe und darüber können wir gerne diskutieren. Es gibt ja noch einen Unterschied zwischen Sparen und Horten. Mhm. Und ich habe gelesen, dass sozusagen, kannst du vielleicht auch was dazu sagen, Alexander, aber beim Sparen ist es so, dass das Geld weiterhin im Wirtschaftskreislauf bleibt und beim Horten nimmst du das Geld aus dem Wirtschaftskreislauf raus. Und das ist ja im Endeffekt das, was wir mit Bitcoin machen, weil die Bitcoins, die sind dann auf dem Hardware-Wallet und sind erstmal weg.
aus dem Bitcoin-Kreislauf. Das heißt, im Endeffekt, ich investiere Euro, aber ich horte Bitcoin, wäre so meine These. Ja, also dieser Unterschied zwischen Sparen und Horten ist tatsächlich interessant. Also da gibt es auch ganz viel ökonomische Literatur dazu und vor allem die Keynesianer, ja, es haben dann ein ganz, ganz großes Problem damit, wenn Geld gehortet wird, weil wenn man dem Keynesianismus folgt, dann ist es ganz wichtig, dass man also Geld auch wieder ausgibt, das man besitzt, weil wenn jeder das Geld behält und eben nicht mehr ausgibt, dann kommt die Wirtschaft zum Erliegen, weil dann werden keine Produkte mehr gekauft, dann wird nichts mehr investiert, ja, dann sinkt das BIP und dann sind wir in einer Wirtschaftskrise. Deswegen ist es aus Sicht der Keynesianer immer ganz wichtig, dass Geld im Umlauf bleibt und ausgegeben wird. Und wenn es ums Horten geht, dann geht es ja darum, das einfach zu behalten und gar nicht mit dem Ziel wieder auszugeben. Während wenn du sparst, dann hältst du das eine Zeit lang zurück, akkumulierst es und gibst es dann wieder aus, ja, um dir irgendwas davon zu kaufen. Ja, es ist einfach auch im Sprachgebrauch, glaube ich, sparen ist einfach halt schon das, was die meisten Leute verstehen unter etwas zur Seite legen, oder? Also eben die Statistiken, mit denen wir uns beschäftigen, sind der Sparanteil des Einkommens, also welchen Anteil legt der Durchschnittsschweizer oder der Durchschnittsdeutsche oder der Durchschnittsitaliener zur Seite. Und eben das ist der Sparanteil oder wie viel von diesem Geld liegt eben dann auf dem Sparkonto. Also das Sparen ist halt einfach wirklich das, was Leute ja, darunter verstehen. Es kann sein, dass eigentlich die effektive Definition etwas abweicht. Ja. Und das ist eben schon eigentlich einerseits spannend und andererseits alarmierend, finde ich, wenn man diese Statistiken anschaut. Ich kenne sie jetzt vor allem für die Schweiz halt. Die Schweiz ist ja ein sparsames Land, also über 20% liegt der Sparanteil beim Durchschnittsschweizer, also jeder fünfte Schweizer Franken, der verdient wird, der wird doch gespart. Hä? Aber wo wird denn der gespart? Das ist eben witzig, oder? Vor allem auf dem Sparkonto. Also zwei Drittel dieses Sparvermögens, und das sind in der Schweiz Milliarden, oder? Mehrere Milliarden, liegen einfach auf dem Sparkonto. Und dort zahlst du in der Schweiz zwischen 5 und 10 Franken pro Monat, pro Konto. Also hast Kontogebühren, die mal das Ersparte etwas wegfressen. Dann hast du 0 bis Negativzinsen. Also die Grenze, wo du Negativzinsen zahlst, ist schon, also die kommt wirklich runter. Die war mal bei 1 Million und jetzt ist sie bei so 200.000. Ich glaube, manche Banken schon bei 100.000. Also die kommt wirklich sehr schnell runter. Und darunter, eben, wenn du 10.000, 20.000 hast, dann verdienst du sicher nichts mehr daran. Also hast du irgendwie einen Zins von 0,000, also hast einen Nullzins praktisch. Und das größte Problem ist eben von mir aus gesehen dann die Inflation, die noch dazu kommt. In der Schweiz ist es ja ist noch okay, so zwischen 1-2%, je nachdem wie man es misst auch. Aber eben in den USA wird es jetzt schon viel höher sein und in Europa auch. Und dann ist klar, eben die afrikanischen, asiatischen, südamerikanischen Länder, dort sind wir bei 2, wenn nicht sogar 3-stelligen Inflationsraten zum Teil. Und wenn man eben bedenkt, dass 2 Drittel des Ersparten wirklich einfach dort reinfließt und dort rumliegt und einfach wegschmilzt wegen diesen 3 Faktoren, dann finde ich das schon noch alarmierend und dann sehe ich eben schon unter anderem auch in Bitcoin einen Auswirkung. Und deshalb finde ich auch, eben, um zum Punkt zurückzukommen, dass Bitcoin eine Spartechnologie ist, weil es wie ein Lösungsansatz ist. Und man muss vielleicht noch dazu sagen, dass Bitcoin hat im Endeffekt Sparen wieder sexy gemacht, weil, also ich weiß nicht, aber alle Bitcoiner haben mit der Zeit eine sehr niedrige Zeitpräferenz. Das ist ja dieses Konzept, dass ich sage, ich verschiebe meine Ausgaben auf die Zukunft und tue lieber jetzt Bitcoin sparen. Und ja, diese Philosophie ist relativ tief verankert bei Bitcoiner. Insofern, ja, Bitcoin hat Sparen wieder sexy gemacht, nachdem auf Tagesgeld und Sparkonto man nichts mehr bekommt. Let's make saving great again. Gibt es da eigentlich Zahlen, Julian, zu Bitcoin irgendwie? Inwieweit Erspartes auch in Bitcoin fließt? Ja, das ist eben sehr spannend. Dort fehlen die Zahlen eben etwas. Wir sind jetzt da dran oder wir werden da eine Umfrage starten bei unseren Usern, weil es sich langsam jetzt von der Userbase her auch lohnen könnte und vielleicht nicht repräsentativ, aber wirklich einen guten Eindruck geben könnte. Also was wir eben verfolgen ist, okay, wie viel spart der Durchschnittsschweizer und
wo fließt es dann hin? Und eben zwei Drittel fließt dann mal in ein Sparkonto und der Rest fließt aktuell eben in die traditionellen Anlageklassen, wie Nummer 1 ist Aktien, dann Anleihen und dann Immobilien. Und aber in Bitcoin wird es eben noch nicht so gemessen. Mhm. Wir haben Annahmen getroffen, dass je nach unseren Kundengruppen, die drei Hauptkundengruppen sind bei uns Millennials, Boomers und eben Bitcoin-Enthusiasten, altersunabhängig. Und wir haben so die Annahmen getroffen, da aus Gesprächen gewisse Prozentsätze abgeleitet, eben, dass das bei Bitcoinern bis zu 50% ist vom Sparvolumen, das dann tatsächlich in Bitcoin fließt. Bei Millennials zwischen etwa 20% und bei den Boomers so zwischen 5% und 10%. Aber das sind wirklich wilde Annahmen und die wollen wir jetzt dann noch belegen mit Daten. Ja. Also ich hätte noch andere Daten, die mehr sozusagen die Sparquote für Bitcoin im Zeitverlauf sieht. Und zwar gibt es eine Auswertung der Anzahl der Adressen, der Anzahl der Bitcoin-Adressen, die nur Bitcoins empfangen haben, aber niemals irgendwelche weggesendet haben. Mhm. So, und das ist so, dass dieser Chart ist bis 2016 nur nach oben gegangen. Das heißt, die Anzahl der Adressen, die nur empfangen haben, aber noch nie was gesendet haben, ist immer nur hochgegangen. So, und dann mit dem Boom in 2017 ging das alles runter bis Mitte 2018. Dann hat es den niedrigsten Stand. Da waren es ungefähr 2 Millionen Adressen, die nur empfangen haben, aber noch nichts gesendet haben. Und seitdem geht es wieder hoch. Also wir sind jetzt wir sind noch ein bisschen unter dem Stand von 2016. Und das heißt, im Moment wir sparen immer mehr Adressen Bitcoin, könnte man so vereinfacht, glaube ich, da zusammenfassen. Ja, ist auf jeden Fall spannend. Also ihr müsst mir unbedingt, falls möglich, irgendwie Links zu den Charts und Daten geben. Dann packe ich die gerne in die Shownotes. Jetzt haben wir sehr lange über Bitcoin als Spartechnologie oder Sparen gesprochen. Vielleicht bevor wir dann in den zweiten Teil gehen, wie man denn jetzt am besten Bitcoin kauft, wenn man das möchte, vielleicht nochmal an euch die Frage, gibt es denn eventuell noch andere Gründe, die ihr nennen würdet, warum es sich lohnt, Bitcoin zu kaufen? Weil viele, oder man könnte euch jetzt ganz einfach entgegnen und sagen, heute ganz akut ist Bitcoin vermutlich noch nicht die beste Spartechnologie, weil es natürlich extrem volatil ist. Jetzt hat Holger schon gesagt, ja, wenn ich natürlich über 10, 20 Jahre schaue, dann sieht das anders aus. Aber natürlich gibt es Leute, die nervös werden, ja, wenn es so stark rauf und runter geht. Und die stellen sich unter Sparen vermutlich was anders vor, als dass ich jetzt morgen oder übermorgen eventuell 10% oder 20% weniger besitze. Also nochmal vielleicht an euch die Frage, gibt es andere Gründe, die dafür sprechen, warum ich dieses Projekt Bitcoin unterstützen sollte? Du meinst mehr ideologische Gründe? Also das wäre zum Beispiel ein Beispiel, wäre ja, also viele Bitcoiner sagen, ich kaufe Bitcoin, weil ich das Projekt unterstütze und weil ich daran glaube, dass Bitcoin mal das Geld sein wird in Zukunft, mit dem alle bezahlen. Und selbst wenn ich jetzt vielleicht da heute einen Nachteil davon habe, finde ich das trotzdem gut und kaufe mir deswegen Bitcoin. Das wäre zum Beispiel ein Grund, ja. Ja, also ich glaube, dass die meisten sehen wirklich in Bitcoin, okay, ich kaufe das günstig und verkaufe es irgendwann später teurer. Und die wenigsten sehen ja nur, also es gibt ja im Endeffekt, ich würde sagen, so drei Ebenen. Der erste sagt, okay, das ist einfach nur ein gutes Investment, ich kaufe es günstig und verkaufe es später. Später sagst du dann, vielleicht ist es ein guter Hedge gegen das aktuelle Finanzsystem, wenn es mal crasht und so, ist es noch da. Und sozusagen der dritte Level ist dann, dass du sagst, okay, Bitcoin ist einfach eine bessere Werterhaltung als Euro und deswegen kaufe ich das. Und die meisten sind, glaube ich, im ersten Schritt und kaufen das, glaube ich, nicht aus ideologischen Gründen. Ja, also das sehe ich ganz ähnlich. Ich glaube auch, dass... Go ahead, Julian, sorry. Okay, ja, vielleicht nur ganz kurz ein ideologischer Grund, den vielleicht manche anbringen. Einerseits eben, weil sie das einfach unterstützen wollen und andererseits, weil sie glauben, dass
dadurch eben gerade die Kaufkraft auch steigt langfristig von Bitcoin, ist die Trennung zwischen Geld und Staat halt. Ich glaube, viele Millennials auch, die jetzt junge, die digital affin sind und irgendwie langsam das ganze Bankensystem und die ganzen politischen Vorgänge etwas sehr kritisch betrachten und nicht mehr große Vertrauen haben in Institutionen, das sieht man ja immer wieder in Millennial fokussierten Umfragen, die finden das eben auch spannend zumindest oder verfolgenswert oder unterstützenswert, wenn es eben eine Aufsplittung dieser Institutionen gibt oder eine Alternative zu den Institutionen, wie eigentlich ja das Internet selbst auch ist. Das Internet selbst hat ja auch Institutionen eigentlich untergraben oder zumindest eine Alternative gegeben zu eben politischen Institutionen oder Medieninstitutionen zum Beispiel. Und jetzt mit Bitcoin passiert eigentlich etwas dasselbe, eben diese Trennung von Geld und Staat, dass man eben nicht mehr abhängig ist von diesen politischen Institutionen, von Regierungen, von Banken, sondern dass man da eine Alternative hat, die dezentral ist und die digital native ist. Und ich glaube, das ist etwas, das viele eben auch noch spannend finden, wenn sie vielleicht denken, okay, vielleicht kommt das gut oder nicht als langfristige Spartechnologie, aber ich finde es einfach irgendwie geil und will da dabei sein. Das fühlen wir noch ziemlich viel aus Gesprächen eben in unserer Community auch und so. Ja, und ich meine, die Punkte, die du jetzt genannt hast, die sieht man ja auch schon in Ländern, wo das aktuelle Geldsystem eben und Zahlungssystem nicht funktioniert. Also wenn ich mal nach Venezuela schaue, wenn ich jetzt jemanden dort fragen würde, warum investierst du in Bitcoin, dann würden die mich wahrscheinlich anschauen, wieso in Bitcoin investieren. Ich nutze das hier als Zahlungsmittel, ja, das ist ein Tool für mich und das ist keine Investition. Also das ist vielleicht auch noch ein Grund, da geht es dann eher darum, Bitcoin zu nutzen. Ja, aber ich bin da ansonsten eher bei Holger, dass ich sage, heute ist, glaube ich, für den allergrößten Teil Bitcoin einfach ein Investitions- oder anders ausgedrückt vielleicht auch eher Spekulationsobjekt und dann schaut man da eher so durch die Investorenbrille drauf und sagt, ich habe hier ein Portfolio und das ist eine Beimischung in dieses Portfolio, um eben ja meinen Return ein bisschen aufzuhübschen. Ne? Ja, aber es ist tatsächlich für sehr, sehr viele ein Einstieg in das, was dann der Julian gesagt hat. Also viele Bitcoiner, die sehr, sehr lang dabei sind und die hinterfragen dann auf einmal alles und das Zentralbanksystem und viele werden dann tatsächlich zur unterstützende Trennung von Geldschöpfung und Staat und so weiter und inwiefern das gut oder schlecht ist, darüber kann man nochmal eine Folge folgen, aber ganz da muss man schon ein bisschen tiefer im Rabbit Hole drin sein. Aber was du mit den Millennials sagst, ist halt auch interessant, weil ja, aus meiner Sicht wächst da halt jetzt auch eine komplett neue Generation auf, für die es ganz selbstverständlich ist, dass digitale Werte Güter einen Wert haben können. Mhm. Und die kennen, seitdem sie geboren sind, Bitcoin im Endeffekt, das ist jetzt 12 Jahre da und klar, das hatte immer einen Wert, warum soll das nicht nächstes Jahr noch einen Wert haben? Und ich glaube, das ist auch nochmal ein extrem wichtiger Faktor, dass sich das halt auch über noch viele Jahre so fortsetzt. So, und wenn diese Millennials jetzt heute soweit sind und sagen, ich glaube daran, dass so ein digitales Gut einen Wert haben kann und sich dazu entschließen, Bitcoin kaufen zu wollen, wie gehe ich da am besten vor? Ich glaube, Holger, da bleiben wir gleich bei dir und ich packe natürlich den Link zu deiner Website in die Shownotes, denn die ist definitiv, wenn es darum geht, welche Möglichkeiten gibt es, Bitcoin zu kaufen, extrem hilfreich. Kannst du uns vielleicht mal so einen groben Überblick geben über die wichtigsten Fragen, die man sich selbst beantworten muss, wenn man sagt, ich möchte jetzt in Bitcoin investieren oder Bitcoin kaufen? Also die wichtigste Frage ist erstmal, wie viel möchte ich investieren? Weil wenn ich sage, okay, ich möchte jetzt irgendwie 50.000 investieren, dann gibt es keine andere Frage als Antwort, als ich muss zu einer richtigen Börse gehen, auf der ich einfach den besten Kurs und die niedrigsten Gebühren bekomme. So, und es gibt im Endeffekt zwei große Arten, Bitcoin zu kaufen. Das erste ist eben auf einer richtigen Börse und das zweite ist ein Broker, der dir im Endeffekt die Bitcoins verkauft und sozusagen die Abwicklung auf einer Börse im Hintergrund macht. Das ist ein Service, für den sie verlangen sie für Gebühren. Deswegen sind Broker immer etwas teurer als Börsen. So, dafür ist es aber alles super bequem und ich muss mich überhaupt nicht darum kümmern, um den ganzen Asks und Bits und Limit Order, Market Order und so weiter, sondern der sagt mir, okay, ein Bitcoin kostet so viel und dafür kaufe ich das jetzt. Das heißt, das erste ist tatsächlich, wie viel möchte ich investieren?
Und dann gibt es für beide Arten viele Anbieter. Und dann kommen halt so Sachen, spielen eine Sache eine Rolle, okay, mit was will ich bezahlen? Kreditkarte, SEPA-Überweise, möchte ich die Coins auszahlen oder möchte ich auf mein eigenes Wallet auszahlen, möchte ich die auf der Börse lassen? Brauche ich vielleicht einen deutschen Support oder eine deutsche Webseite oder ja, solche, oder gibt es vielleicht noch Zusatzfunktionen, die dieser Broker oder diese Börse anbietet, wie zum Beispiel die Sparplanfunktion vom Julian, wo ich sage, okay, ich möchte nur 100 € da jeden Monat überweisen und dafür wird automatisch in regelmäßigen Abständen Bitcoin gekauft. Da gibt es halt dann noch Zusatzfunktionen, die dann noch eine Rolle spielen. Und dann kristallisieren sich da Anbieter raus. Und ein entscheidender Punkt ist natürlich auch, welchen Preis bekomme ich da oder wie günstig bekomme ich die Bitcoins. Und da ist es halt auch so, wie ich schon gesagt habe, bei hohen Betragen ist es eine Börse, aber bei niedrigen Beträgen ist es zum Beispiel dann auch, also was wir jetzt zum Beispiel machen, ich weiß nicht, wann diese Folge rauskommt, aber auf blocktrainer.de in Kooperation mit Blockchain Center haben wir ein neues Tool rausgebracht, wo man, oder bringen wir eins raus, wo man genau sehen kann, okay, wenn ich 50 € Bitcoin kaufe, wie viele Bitcoin bekomme ich denn dann tatsächlich auf mein eigenes Wallet ausbezahlt, inklusive der Auszahlungsgebühren, die ja auch noch eine Rolle spielen. Und da gibt es halt auch nochmal Unterscheidungen, weil bei Relay zum Beispiel sind diese Gebühren in der Trading-Gebühr enthalten, bei anderen nicht. Und wenn man jetzt zum Beispiel, jetzt geht es schon tief rein, aber meinetwegen Binance, die haben 0,0005 Bitcoin Auszahlungsgebühr aufs eigene Wallet. Und ja, das sind im Moment auch schon, lass mich liegen, 15 €. Auf einmal ist dann auch Relay, die ein bisschen höhere Gebühren für den Service verlangen, wieder eine super attraktive Angelegenheit für geringere Beträge. Also deswegen vielleicht tatsächlich gut auf entweder blocktrainer.de oder blockchaincenter.net zu gehen, weil dort haben wir einen Rechner, wo du wirklich für den jeweiligen Betrag, den du kaufen möchtest, siehst, okay, wo ist gerade am günstigsten und für die Features, die du haben möchtest. So, Werbung Ende. Nee, finde ich ja interessant und das ist ja auch extrem hilfreich. Wann kommt dieser Rechner? Im Blocktrainer kennen ja viele hier auch, weil der war ja auch schon zu Gast hier. Wann kommt Genau. dieser Rechner? Der müsste, also wir machen heute ist der nächsten Dienstag, das ist der 12. ein Video bei Blocktrainer dazu, wo wir das Tool vorstellen. Alles klar, das ist perfekt. Das ist bevor diese Episode hier erscheint, dann kann ich das direkt auch mit verlinken und dann weiß jeder, wo er hingehen muss, wenn er da den Vergleich machen will. Ja. Julian, mal zu dir. Ich glaube, ihr habt ja ein richtig cooles Produkt, muss ich sagen. Es gibt sehr wenige Sparpläne für Bitcoin generell. Vielleicht kannst du mal kurz was dazu sagen, wen es da neben euch sonst noch so gibt und was euch eventuell dann auch von den anderen unterscheidet und wie genau euer Produkt aussieht. Ja, gerne, klar. Es gibt schon immer mehr auch. Also es gibt wirklich eigentlich in fast jeder Region auf der Welt gibt es jetzt einige Service-Anbieter, die das anbieten können. Ich glaube, so die ersten und weltweit wahrscheinlich bekanntesten waren in den USA, der Swan Bitcoin. Die machen ein sehr ähnliches und sehr ähnliches Produkt wie wir und auch sehr cool, sind mega erfolgreich, sind einfach halt nur in den USA tätig. Dann gibt es auch River Financial, die etwas so ein Nachahmprodukt sind von Swan Bitcoin, aber auch zusätzlich noch irgendwie nicht nur auf Retail, sondern auch noch auf Institutional Investors abzielen. Diese beiden sind so die Platzhirsche, würde ich mal sagen, was eben das einfache Investieren in Bitcoin und den einfachen Sparplan aufsetzen anbelangt in den Staaten. Dann gibt es eine mega coole App aus Australien, die nur in Australien aktuell tätig sind, aber auch in die europäische Zone reinkommen wollen jetzt. Haben sie zumindest gesagt, sie sind noch nicht live jetzt in Europa. Das ist die Amber App, die auch sehr ähnlich ist wie Swan oder eben wie wir. Einfach eine einfache, ganz intuitiv benutzbare App, wo die auch Dollar Cost Averaging und Sparpläne anbietet. Und in Europa gibt es auch verschiedene Anbieter. Es gibt zum Beispiel Coinfloor, die aber die Sparplanfunktion, soweit ich weiß, nur für British Pounds anbieten. Also die sind in der UK und eigentlich vor allem fokussiert auf die UK.
Bitpanda aus Österreich, das ist eigentlich ein herkömmlicher Exchange, kennen wahrscheinlich die meisten in der Szene, sie sind schon lange dabei, und die bieten auch seit etwa einem Jahr oder so eine Sparplanfunktion an, und eben jetzt seit einem halben Jahr via Relay, die Schweizer Lösung, für aber ganz Europa. Also wir bieten einen Service für etwa 40 europäische Länder, fast alle europäischen Länder an. Und eben, man kann bezahlen mit Schweizer Franken und Euro. Was uns abhebt, würde ich jetzt mal sagen, von all diesen Playern, es gibt noch mehr, es gibt auch viele Newcomer, es kommen wirklich auch einige neue, jetzt auch aus Frankreich, Deutschland, Österreich, wahrscheinlich noch andere europäische Märkte. Also Europa war so etwas ein Vakuum, was das anging, lange, speziell eben nachdem GetBitter aufhören musste. Und jetzt kommen aber ziemlich viele Newcomers noch, die man aber noch nicht so kennt. Man weiß noch nicht, ob und wie, inwiefern sich die durchsetzen. Aber was uns eigentlich sicher abhebt von all diesen, ist einfach, dass man bei uns keinen Account benötigt. Also bei uns kannst du wirklich die App runterladen und starten. Du kreierst keinen Account, du musst dich nicht verifizieren lassen, keine KYC, AML, Onboarding, Prozedur und so weiter. Und du musst kein Deposit machen. Also du schickst nicht das Geld und wartest, bis das auf der App quasi ist, und wir halten dann dein Geld, und dann wechselst du das in Bitcoin, oder wird es eben wöchentlich in Bitcoin gewechselt, so wie das quasi traditionell bei allen anderen funktioniert. Bei uns funktioniert das so, dass du wirklich eine Überweisung machst, eine Geldüberweisung machst, und das wird direkt innerhalb von Sekunden in Bitcoin gewechselt und dir wieder auf dein Non-Custodial Wallet geschickt, das du auch in der App hast. Sprich, wir halten niemals im Prozess das Geld. Ja, also was ich machen muss, ist im Endeffekt, ich gebe in eurer App einfach meine IBAN an beispielsweise, und wenn dann gebe auch den Betrag an, den ich wöchentlich oder monatlich sparen möchte, und ihr merkt dann muss ich natürlich den Überweisungsauftrag von meiner Bank an euch auslösen, und ihr merkt dann, wenn von dieser IBAN das Geld reinkommt, dann kauft ihr für mich mehr oder weniger Bitcoin. Und ich glaube, der letzte Punkt, der war jetzt dann ganz wichtig, diese Bitcoin, die haltet nicht ihr für mich, sondern ich bekomme die Bitcoin sofort auf meine, du hast es jetzt Non-Custodial Wallet genannt, das heißt, die Bitcoin gehören im Endeffekt mir. Ich halte die auf meiner eigenen Wallet. Ich glaube, das ist so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal von euch, was euch von vielen anderen unterscheidet am Ende. Und ich glaube, das ist auch ein Thema, was ich jetzt gegen das Ende auch nochmal gerne mit euch aufgreifen möchte. Dieses, halte ich meine Bitcoin selbst oder liegen sie bei irgendeiner Börse? Es ist ja generell immer so, dass Bitcoin... Die Idee von Bitcoin ist natürlich, dass ich mich unabhängig mache von Intermediären, vom Finanzsektor, und deswegen diese Bitcoin auch selbst verwahre. Vielleicht, Holger, an dich mal die Frage, kann man das einem Anfänger, sage ich jetzt mal, zumuten, dass er direkt seine Bitcoin selbst verwahrt, oder würdest du sagen, es kann sich auch lohnen, am Anfang sich da erstmal auf andere zu verlassen? Also vor ein paar Jahren vor ein paar Jahren war es ja so, dass jede Menge Exchanges gehackt worden sind, und da war es einfach zu großes Risiko, diese Coins dort liegen zu lassen. Heutzutage kommen auch noch Exchange-Hacks vor und so weiter, und prinzipiell macht es immer Sinn, sozusagen die auf ein eigenes Wallet zu ziehen, aber wie du schon angesprochen hast, ist es halt auch nicht ganz trivial, und wenn man da nicht aufpasst, gibt es auch genug, die sozusagen so ihre Coins verloren haben, weil sie gehackt wurden oder sie verloren haben oder sonst was. Das heißt, man muss sich schon wirklich damit beschäftigen. Das heißt, für viele ist es meiner Ansicht nach tatsächlich sinnvoll, die auf einer großen Exchange zu lassen. Auch wenn es sozusagen gegen das Bitcoin-Ethos von Be Your Own Bank spricht. Aber ich denke, dass es für viele tatsächlich die beste Variante ist. Ich würde sagen, es kommt mega auf den Betrag halt drauf an. Also wenn genau, du, auf den Betrag. Ja. Und auch natürlich auch auf die App, weil bei euch ist zum Beispiel so, also früher war es halt so, du musstest deinen Computer sicher halten, um sicher gehen, dass da kein Virus drauf ist und so weiter. Aber erstens sind die Apps auf Handys inzwischen sehr, sehr sicher, würde ich jetzt mal sagen. Und auch das Key-Management hat sich deutlich verbessert, und bei Relay, ja, man muss halt dann diese Wörter sich speichern und sich darüber bewusst sein, dass wenn ich die verliere, habe ich meine Bitcoins verloren. Aber darauf weist halt die App auch sehr, sehr gut hin, und
Ja, also das heißt, die Fehler werden, also die User Experience ist da schon viel, viel besser geworden und die Fehlerquellen werden definitiv niedriger, denke ich mal. Genau, ja, es ist halt eine große Verantwortung, die sich viele nicht mehr gewohnt sind. Und ich glaube aber auch, dass viele sich da jetzt auch wieder sich diese Verantwortung auch zutrauen, immer mehr, dass sie wirklich selbst Geld haben. Und dann ist es eben wirklich ein riesengroßer große Frage des Betrags, finde ich immer. Also eben, es ist auch individuell für jeden anders, aber ich sage jetzt mal, kleine Beträge, die du jetzt an Bargeld auch nochmal im Portemonnaie hättest zum Beispiel oder in der Brieftasche, die kannst du wahrscheinlich eben ohne große Bedenken bei einem Exchange lassen oder auf deinem Hot Wallet, auf deinem Mobile Wallet. Dann, wenn die Beträge etwas größer werden, musst du dich dann wie entscheiden, willst du sie immer noch selbst halten, aber dann musst du eben zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen eingehen, wie eben eine Hardware-Wallet zu kaufen und eben wirklich den Private Key redundant mehrmals, also den Seed redundant mehrmals in verschiedenen Orten zu sichern. Oder wirst du eben dann, wenn du einen gewissen Betrag hast, auf einen spezialisierten Anbieter wechseln. Da würde ich aber jetzt schon nicht empfehlen, dass das ein Exchange ist. Ich gehe mit dir einig, Holger, dass heute die großen Exchanges wie Coinbase, Binance und so weiter, dass die wirklich top Security Measures haben und so weiter, aber trotzdem sind sie halt nicht spezialisierte Custodians. Ich würde jetzt ab einem gewissen Betrag dann eher zu einer Bank gehen, die sich auf das spezialisiert oder eben zu einem Custodian, die sich wirklich spezialisieren auf die Sicherung und Speicherung von eben großen Werten, und das lassen sie sich dann natürlich auch bezahlen. Eben, das ist immer etwas ein Trade-off dann. Also ich finde einfach, es ist wichtig, dass das kein Hindernis sein darf, wenn man sich überlegt, ich möchte irgendwie in Bitcoin investieren, dass man erst glaubt, alles 100% zu verstehen zu müssen und 10.000 Sicherheitsmechanismen kennen kann, sondern einfach mal irgendwie, wenn man Geld 100 Euro investiert, die man vielleicht verlieren kann, dann kann man das auch am Anfang mal auf einer Börse liegen lassen, sondern um sich einfach mal mit der Sache vertraut zu machen, und dann steigt man da sowieso ein und dann packt einen normalerweise sowieso selbst das Interesse und man kommt da immer tiefer rein. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass es, denke ich, auch in Zukunft immer leichter, effizienter und bequemer sein wird, erstens Self-Custody zu betreiben, also seine eigenen Bitcoin zu verwahren. Und es wird aber, Julian, du hast es gerade auch schon angesprochen, es wird immer mehr auch so sein, dass klassische Finanzinstitutionen wie Banken oder dann reine Custodians eben solche Services anbieten und dass wir da dann wirklich also Top-Notch Sicherheit haben, die es vielleicht heute auf den Börsen noch nicht gibt. Ja, 100%. Und also spannend ist ja eben auch, dass die Daten zeigen, ja, ich weiß nicht, Holger, ob du da irgendwie gute Daten dazu hast. Also ich habe das gelesen, aber ich weiß nicht mehr wo, leider, ich kann den Link nicht sharen, aber ich habe das gelesen, dass wirklich in den letzten 3 Jahren, glaube ich, eben vor allem nach dem Peak 2017, in den letzten 3-4 Jahren ist es konstant der Anteil an den Bitcoins, die eben selbst verwahrt werden, ist tatsächlich gestiegen, und viel Trading-Volumen quasi oder Volumen von den Exchanges ist wie abgeflossen auf eben selbst verwahrte Wallets. Das fand ich noch mega spannend eigentlich, weil es für mich etwas counterintuitive war, aber tatsächlich scheint es so zu sein, dass viele Leute, immer mehr Leute sich dafür entscheiden, eben das in die eigene Hand zu nehmen, die Speicherung ihrer Bitcoins. Ja, also es ist wirklich so, die Exchange Balances sozusagen, die sind runtergegangen eher. Mhm. Das heißt, es heißt übrigens auch, dass weniger Bitcoin oder Kryptowährungen zum Verkauf sind, weil wenn ich die irgendwie im Hardware-Wallet habe, dann können die auch nicht verkauft werden. Das stimmt, ja. Alles klar, so, die Zeit ist schon ordentlich vorangeschritten. Vielleicht zum Abschluss die Frage, Julian, an dich zuerst. Wenn jetzt jemand mehr über dich wissen möchte oder auch über Relay, wie erreicht man dich oder euch am besten? Das ist wirklich einfach, auf jedem Kanal, den ihr euch vorstellen könnt. Nein, also ich bin offen für direkte E-Mails, julian@relay.ch, oder wir haben eine E-Mail-Adresse hello@relay.ch oder support@relay.ch, was auch immer man möchte. Dann sind wir auf Twitter, @relay_ch, auf LinkedIn, auf Facebook, auf Instagram,
sogar auf TikTok, aber nicht so aktiv. Und dann haben wir zwei Community-Chats, einen auf WhatsApp und einen auf Telegram. Die sind beide über die App und unter Einstellungen Kontakt erreichbar. Und da wird viel diskutiert auch und dann kann jeder seine Fragen stellen. Also ist, genau, whatever you like. Wunderbar. Also die wichtigsten Links kommen in die Shownotes. Holger, ähnliche Frage an dich. Wir haben jetzt schon Blockchaincenter.net erwähnt. Wir haben schon die Zusammenarbeit mit dem Blocktrainer erwähnt, was ich auch definitiv verlinken werde. Wie erreicht man dich denn sonst noch oder wie kann man sonst so deiner Arbeit, die du ja magst, folgen? Twitter bin ich tatsächlich auch einigermaßen aktiv. Oder einfach Holger Rom suchen oder @romeo.de. Und ansonsten gibt es ja noch den Konsens-Nonsens-Podcast, der auch eine Telegram-Gruppe hat, wo auch immer viel diskutiert wird zu allen möglichen kontroversen Kryptothemen. Da bin ich auch immer aufzufinden. Sehr gut, da könnte ich eigentlich auch mal reinkommen. Ich war ja auch bei euch schon im Podcast. Ich weiß gar nicht, warum ich da nicht in der Telegram-Gruppe bin. Ja. Ich komme da mal dazu, Holger, und diskutiere ich ein bisschen mit. Ja. Genau. Okay, cool. Vielen Dank euch beiden, dass ihr heute hier wart, dass ihr uns Infos gegeben habt. Ich hoffe natürlich, dass das für euch da draußen, liebe Zuhörer, interessant war, gerade für diejenigen, die sich jetzt überlegen, ob sie in Bitcoin investieren sollen oder nicht. Lasst uns gerne wissen, ob ihr noch Fragen habt. Das leite ich dann gerne an Holger oder Julian weiter, beziehungsweise ihr könnt die beiden natürlich auch einfach direkt anschreiben. Folgt den beiden gerne auf Twitter. Holger macht immer sehr interessante Tweets mit vielen Daten. Mir gefällt das immer, so Datenauswertungen und Visualisierung. Dabei belasse ich es jetzt heute mal. Vielen, vielen Dank nochmal fürs Hiersein und bis zum nächsten Mal. Danke für die Einladung. Vielen, vielen Dank. Ciao.